Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio. Da sind wir wieder. Und dann, jetzt muss ich wieder überlegen, was wollten wir eigentlich machen? Wir haben jetzt gerade Steinproduktion angeschmissen, damit wir mehr Mauern produzieren können. Da kommt jetzt hier gerade die... Ach ja, die Steinflut kommt gerade an. Stimmt ja. Steinflut. Ich sehe gerade, das gefällt mir hier nicht so. Ja, das wird nämlich nichts. So. So, und dann werden jetzt hier schon Ziegelsteine gebrannt. Vor allen Dingen geht das hier jetzt recht schnell. Also hier läuft einiges durch. Ihr seht. Bei mir das irgendwie gegen den Strich geht, das hier wieder nur eine Seite. Ach egal. Das stapelt sich ja jetzt gerade sowieso hier. Also was soll es? Kupfer haben wir alles noch genug. Langsam wird das Red Science ein bisschen wenig. Ich meine, wir haben auch nur drei herstellende Betriebe, das ist noch nicht so viel. Können wir mal ein paar mehr machen. Hashtag mehr. Ach, diese blöden Hashtags, ey. Weiß auch nicht, ich verstehe manchmal auch nicht, was die Leute daran alle so finden, aber man benutzt sie dann irgendwie auch selbst. Geht dann hin so Hashtag bla, Hashtag bla, Hashtag bla und... Oh. So, die kriegen gar nicht mehr volle Temperatur. Das heißt, da vorne muss mehr Bauer dran. Brauchen wir noch zwei so schöne Dampfkesselchen. Da kommt einer hin. Und da kommt einer hin. Dann brauche ich Befeuerte. Zack. Da bitte. Und dann... Oh. Haben wir hier schon mal ein bisschen mehr Temperatur. Ich denke, da muss aber noch mehr hin. Ist der da mal weg? Eins, zwei, drei, vier. Ich brauche Rohre. Rohre. Was sind denn hier die Rohre? Ah. Scheiße, brauche ich Eisenplatten für? Habe ich nicht. Und kein Strom. Na. Ah. Immer dieser Scheiß mit den Eisenplatten, ey. So. Hier kriegt noch 99 ab. Ja, perfekt. Die kriegen alle 100% ab. Jetzt müsst ihr auch erstmal wieder Strom haben. Jawohl. Jetzt haben wir auch wieder ausreichend Strom. Dann wird jetzt hier auch wahrscheinlich mehr Red Science produziert. Davon verbrauchen wir jetzt echt mittlerweile ziemlich viel.
So, dann brauche ich zwei Knickarmroboter. Dann nehmen wir hier doch einfach mal. Welche mit? Was wollte ich denn? Lasertechnik habe ich jetzt. Was brauchte ich denn für ein Logistiksystem-Gedöns? Ja. Braucht man Logistikroboter? Für Logistikroboter brauche ich Robotertechnik und Raumfahrt. So. Sagen, hier muss dann auch so ein bisschen Aufpasserei hin, die Seite. Und das Lager da, das wird, glaube ich, das nächste. Dann mal ein bisschen aufgepatcht wird da. Ein bisschen aufmucken und so. So. Jetzt haben wir noch eine, die da dran arbeitet. Mean Science läuft im Moment ganz gut. Mad Science könnte besser sein. Gut, das haben wir alle, das ist ja in Ordnung. Wird halt gerade auch exzessiv verbraucht, ne? Auch hier so Kupferplatten und so brauche ich auch gerade. Und Eisenplatten. Oh ja, Eisenplatten. Da wird gerade aber richtig heftig verbraucht. Und das, obwohl ich gerade hier richtig dick auch schon Eisen ankarre, aber es wird verbraucht, es kommt. Nehmen wir mal hier wieder ein bisschen Muni mit. 200 Munition, ey. Wie viel sind da noch drin? 72. Tun wir mal die 35 noch dazu. Und dann gehen wir mal da hinten noch so ein bisschen auf Alienjagd, ne? Gucken, was haben die denn eigentlich da oben? Jetzt hier so geile Artefakte und so. Die braucht man für später noch. Die haben einen so einen Lager, ne, die haben zwei. Das ist ja machbar. Die haben auch einen Wurm. Sehr gut. Bin ich die auch los? Das komische Lager da. Was mit dem nächsten Lager? Auch einen Wurm. Und drei Nester, so wie es aussieht. Aber einen Wurm nur. Jo. Ja, jetzt geht drauf. Ja. So langsam läuft's. Jetzt habe ich schon 34 Alien-Artefakte und habe gerade mal hier die Lager ausgeschaltet. Jetzt gehen die mir hier nicht mehr auf den Sack. Zumindest nicht mehr so schnell. Da ganz rechts oben sehe ich noch ein Lager und da ist auch noch eins. Aber wenn ich mir das hier mal so angucke, dann sehen wir
hier, da ist noch Stein, da ist Eisen, Eisen, Kohle, Öl, da ist Kupfer, da ist Stein, da ist wieder Kupfer. Ganz brauchbar, denke ich. Ja. Ja, ich wollte unbedingt zu den Robotern. Ich will ja die Bauroboter haben, um hier Scheiß abzubauen, weil das nervt. Fortgeschrittene Elektrotechnik ist da, glaube ich, so mal sehr hilfreich. Okay, das müssen wir noch ein bisschen ummodeln hier. Kupfer ist auch nicht so viel mehr da. Stein ist auch nicht so viel da. Was ist was da? Hatte ich jetzt eigentlich schon die verbesserten Miner mal gemacht? Nee. Machen wir erstmal hier noch vier so Kupferminen-Dingsbumse. Jo, fortgeschrittene Elektrotechnik. Das brauchen wir für Konstruktionsroboter. Dafür brauche ich Luftfahrt und für Luftfahrt brauchen wir elektrische Maschine und dafür brauchen wir Maschine. Alles klar. So. Ja. Jetzt kommen die Miner. Oder habe ich auch schon welche von gehabt? So, dann nochmal 3 und 4. So, mal eben die Kupferproduktion verdoppelt. Volle krass Möhre verdoppelt. Ja, so. Also dann kriegen wir jetzt auf jeden Fall mehr Kupfer ran. Wie sieht das mit dem Eisen aus? Ich kriege nicht genug Kohle ran. Ja, an Kohle mangelt es wieder. Allgemein, generell und sowieso und überhaupt. Und jetzt kommt hier ein Fehler. Bla 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 bla. Immer diese komischen Fehler, die keiner haben will. Die aber nicht mal irgendwelche Probleme verursachen. Ist mir also total egal. So, Maschine erforscht, dann elektrische Maschine. Hab ich noch Miner? Nein. Mir fehlen Eisenplatten für Miner. Wer hätte das gedacht? Eigentlich hätte ich mir das denken können, dass mir Eisen fehlt, weil irgendwie fehlt mir nur noch Eisen. So. Dann produziert auch mal hier noch ein paar Minerchen. Das kann eigentlich mal weg, weil das brauchen wir im Moment nicht. Ich produziere noch genügend Energie. Jo. Ja. Und raus damit. So. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gerade auch mal Kohleproduktion verdoppelt. Eisen produziere ich hier noch. Jetzt muss auch mal mehr Kohle ran.
Und ich muss mal diesen hier abbauen, weil das ist Nonsens. Sollen die erstmal das Band da voll lagern? Komplett vollpacken. Dann kommt da jetzt gleich so ein ganzer Schwall an. Jo. Dann sieht man tick, 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 tick. Ja, elektrische Maschine. Dann machen wir doch mal Luftfahrt. Konnte ich Luftfahrt überhaupt? Ja, Luftfahrt. Aber es ist teuer. 200, ey. Aber hallo, ist ja mega teuer. Ich brauche mehr. Die lasten das überhaupt nicht aus. Habe ich auch 8. Hier sind jetzt auch 8 und das reicht nicht. So, jetzt haben wir 10. Da ist alles mal voll mit Kohle bei den Stahlarbeitern. Aber hier, die sind mittlerweile echt zu langsam. Ich bräuchte gleich mal bessere Schmelzöfen. Hier, fortgeschrittene Materialverarbeitung. Schmelzen die schneller. So. Habe ich jetzt Mauern? Oh ja, 186. Das ist doch schon mal sehr schön. Ich denke, wir müssen nämlich den Mix nochmal ein bisschen umarrangieren, weil das ist alles ein bisschen zu klein geworden. Deswegen werde ich ein paar Sachen outsourcen. Also das gerade die Stahlproduktion da ist viel zu klein an der Stelle. Die nimmt da auch viel zu viel Platz weg. Und die ist nicht upgradable. Dann die Produktion mit den Circuits, die lässt sich optimieren. Das können wir jetzt eigentlich mal machen. Circuit-Produktion, die lässt sich nämlich sehr gut optimieren sogar. So, dafür muss ich erstmal den Input hier cutten. So. Dann muss der Input da gecuttet werden. So. So, wie viel haben wir denn jetzt hier? Ich habe jetzt 3 normale Maschinen. Ich brauche 5. 4 und 5. So. Dann haben wir nämlich hier 1, 2, 3 Produktionen. War das 3? War das so rum? Ich glaube ja. Dann geht nämlich hier das ganze Eisen dann hin. Und diese Production Line, die geht schön so durch. Die hier geht schön mega nicht gerade dahin.
So, dass die dann das alles hier einladen. Man dann hier 1, 2, 1, 2, 1, 2 hatte. So, da brauchte ich dann jetzt Long Outputter. So, die hier, die produzieren Circuits. Nee, die produzieren nicht Green Science, sondern die produzieren Circuits. Und der hier produziert dann das Kupferkabel. Dass es hier mal schön die ganze Zeit rüber geht. Ich denke, die müssen dann hier mal schneller werden. Und die hier müssen schneller werden. Brauche ich dann nämlich noch einen blauen. Dann da oben hin. Jetzt ist nämlich kein Eisen mehr da. Warum ist kein Eisen mehr da? Weil hier unten nicht genügend produziert wird. Weil ich nach der Luftfahrt am besten mal die verbesserte Materialverarbeitung mache. Und ich mich um mehr Eisenerz kümmern muss. Das ist ja echt brutal hier. Fließbänder mit Zahnrädern. Und vor allen Dingen ist es scheiße, dass das hier alles so Einzellinien sein müssen. Also dafür wäre der Lichtbogenofen natürlich jetzt mega cool. Staut sich das dann nicht mehr? Das wird da nochmal schön verdichtet. So. Jetzt hier mal ein bisschen mehr Zahnräder-Dingsbumse. Noch eins. Schön da reingeht. In der recht hohen Geschwindigkeit. Es ist halt einfach echt noch zu wenig Eisenerz. Ich brauche ein weiteres Eisenerzfeld. Was ist denn mit dem hier unten? Da wäre ja interessant, da unten ist ein kleines Steinfeld. Oder ich nehme halt ganz große, was da hinten ist. Aber dann sollte ich mit Zügen anfangen. Und da habe ich irgendwie noch nicht so die Lust drauf. Weiß ich irgendwie nicht. Dafür ist mir das Ganze hier noch ein bisschen zu chaotisch. Das muss noch besser werden. An. Stoppt das Ganze nämlich gleich auch mal. Jetzt haben wir erstmal schon mal wieder. Jetzt haben wir mal Walls. Wo ich dann mal hier so Steinchen kriege und so. Jetzt bin ich wieder ganz weit vom Mikro weg. Weil ich verdammt nochmal gehen muss. Boah, ist das doof. Ah, so. Weiter im Text. Stein kommt auf jeden Fall was an, aber es, das staut sich einfach nur hier und ja. Nicht so in Massen darüber gebracht, wie ich es mir oft hätte. Das
So eine Steinflut ist es nicht. Es ist einfach nur Stein. Gut, es ist aber auch immer noch wenig, muss man sagen. Das Eisenfeld da, das ist ja riesig. Das ist ja mega lohnen. Ich glaube, das Eisenfeld hier lohnt sich erstmal eher. Dann mache ich jetzt mal hier was ganz Dreckiges, Beschissenes. Keine Lust habe, noch ein Fließband zu verlegen. Die produzieren da jetzt Eisen in einer sehr ruhigen Geschwindigkeit. So, und dann kann das nämlich hier, der dann hier schön eingereiht, dann ziehen wir das nämlich hier einfach irgendwo wieder raus. Dafür brauche ich ein paar intelligente Knickarmroboter. Hey, die filtern hier jetzt gleich. Filter. Ja, Eisenerz. Und du filterst mir mal direkt hier in so eine Kiste rein. Gut, Luftfahrt haben wir. Dann kommt jetzt Robotertechnik. Oder was wollte ich? Ich wollte fortgeschrittene Materialverarbeitung, das ist wichtiger jetzt erstmal. Da kommt nämlich jetzt das Eisenerz an. Da habe ich jetzt meinen kleinen Pufferspeicher quasi. Jetzt nehmen die das gleich da raus. Der ganze Scheiß mal hier bis hier runter. So, wenn wir mich hier an einem Punkt. Und dann da an Güt. Und dann kommt da, wenn ich genug Eisen hätte. Was ich natürlich nicht habe. War ja irgendwie klar. Ein Teil dahin. Zack. Das da so hin. Oh, eins, zwei. Ja, zwei. Dieser Untergrundfließbänder. Da kommt auch noch eins hin. So. Ich brauche erstmal nur zwei schnelle. Nur zwei halbe da. So,
Jetzt packt er nämlich das ganze Eisenerz, was er hier hat, auch noch da drauf. Hier ist vor allen Dingen auch richtig schnell, wie man sieht. Er wird auch weniger. Jetzt kommt hier einfach noch so ein Schwall Eisenerz mit dran. Dadurch kommt hier jetzt einfach wesentlich mehr Eisenerz an. Was schon mal gut ist. Dadurch produziere ich mehr Stahlplatten, mehr Eisenplatten. So. Weil meistens ist so wenig Eisen, da hat der letzte Ofen gar nichts mehr abbekommt. Der Tön. Braucht man eigentlich dafür? Stahl und Ziegel. Alles klar. Erweiterter Schaltkreis. Fortgeschrittene Materialverarbeitung 3. Fünf, sechs, was? Die arbeiten sechsmal so schnell? Wie krass ist das denn? Viel zu viel, ey. Mega schnelle Scheißteile. Was könnte ich denn sonst noch machen? Kunststoffe, die brauche ich sowieso. Ich könnte mir gleich auch ein Auto bauen. Kampfroboter. Mach mal Robotertechnik. Brauchen wir so oder so. Und dann würde ich jetzt erstmal wieder sagen, wir beenden die aktuelle Episode und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Karo7.